Der Prolog von Orit vom 9. August. Gedenken. Der heilige Apostel Matthias wurde in Bethlehem geboren und war aus dem Stamm Juda. Er lernte beim heiligen Simeon, dem Gottempfänger, in Jerusalem. Als der Herr umherzog und das Königreich Gottes verkündete, schloss sich Matthias den anderen an, die den Herrn liebten, denn er selbst liebte ihn von ganzem Herzen. Er vernahm die Freude seiner Worte und wurde Zeuge seiner Werke. Zu Beginn zählte Matthias zu den 70 kleineren Jüngern Christi. Doch nach der Auferstehung des Herrn, als die Stelle Judas frei war, zogen die Apostel lose und wählten Matthias an dessen Stelle als einen der 12 großen Apostel. Und sie stellten 2 Männer auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Dann beteten sie: Herr, du kennst die Herzen aller, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, den ihm bestimmt war. Apostelgeschichte 1, Vers 23 bis 26. Nachdem er zu Pfingsten den Heiligen Geist empfangen hatte, machte sich Matthias auf den Weg, das Evangelium zu verkünden, zuerst in Juda und danach in Äthiopien, wo er schwere Martern um Christi willen erduldete. Es heißt, er habe das Evangelium in ganz Makedonien verkündet, wo sie ihn blenden wollten, doch er wurde unsichtbar für seine Folterer und entkam so der Gefahr. Im Gefängnis erschien ihm der Herr, ermutigte ihn und befreite ihn. Schließlich kehrte er an sein Werk in Judäa zurück. Dort wurde er angeklagt und vor den Hohepriester Ananias vor Gericht gestellt, vor dem er furchtlos Christus bekannte. Ananias, derselbe Ananias, der zuvor den Apostel Jakobus getötet hatte, verurteilte Matthias zum Tode. Sie führten Matthias hinaus, steinigten ihn zu Tode und enthaupteten ihn danach mit der Axt. Dies war die römische Art, einen zum Tode Verurteilten zu töten. Doch jene heuchlerischen Hebräer wandten diese Art am Toten an, um den Römern zu zeigen, dass der Getötete ein Feind Roms war. So starb dieser große Apostel Christi und nahm Wohnung in der ewigen Freude seines Herrn. Der heilige Märtyrer Antonius war ein Einwohner von Alexandria. Vor den heidnischen Fürsten gebracht, bekannte er furchtlos seinen Glauben und wurde gefoltert, ausgepeitscht und zerschabt. Doch er verleugnete Christus nicht. Schließlich wurde er in ein Feuer geworfen und sagte inmitten des Feuers zu den Menschen: Meine geliebten Brüder, seid kein Sklave des Körpers, sondern befasst euch mehr mit der Seele, die euch von Gott gegeben wurde und die mit Gott und den himmlischen Scharen verwandt ist. So unterwies er die Menschen und brannte im Feuer, bis er seine heilige Seele Gott übergab. Die heiligen Märtyrer Julian, Markian und andere mit ihnen litten durch die Hand des boshaften Kaisers Leo des Isauriers in Verteidigung der Ikonen im Jahr 716 und wurden mit unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt. Lobeshymne. Der heilige Apostel Matthias. Matthias, der Apostel, sprach über Christus und bekannte offen vor den Hebräern: Er ist jener Messias, von dem die Schrift spricht. Er ist der Sohn Gottes, der aus der Höhe herabstieg. Er ist das Wort Gottes, die göttliche Hypostase, und die Propheten sprachen klar über ihn. Moses prophezeite: Ein Prophet wie ich von Gott wird unter euch aufleuchten. Und König David sagte: Alle Geschlechter der Erde werden durch ihn verherrlicht und gesegnet. Jesaja floh mit mutigem Geist gen Himmel und sah und sprach: Eine Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Und Jona war das Vorbild seines Begräbnisses. Wie das Begräbnis, so auch die Auferstehung. Als er 3 Tage im Bauch des Wales war
und durch Gott von Neuem des Lebens gewürdigt wurde. Die Schatten sind vergangen und die Prophezeiungen haben sich erfüllt. Das versprochene Wort kam im Fleisch. Doch vergeblich spricht der erwachte Mensch zum Schlafenden. Wer den ganzen Tag überschläft, glaubt nicht an den Tag. Betrachtung: Die Sünde eines anderen auf sich zu nehmen, ist eine Form von Martyrium und Zeichen einer sehr großen Liebe zum Nächsten. Da der Lohn der Sünde der Tod ist, Jakobus 1, Vers 15, bedeutet eines einen zweiten Tod für sich, wenn man die Sünde eines anderen auf sich nimmt. Es gibt unter den Heiligen viele Beispiele, die Sünde anderer auf sich zu nehmen. So wird vom heiligen Amon berichtet. Ein Bruder fiel in Sünde, ging dann zu Amon und sagte ihm, er müsse wegen dieser Sünde das Kloster verlassen und in die Welt zurückkehren. Amon sagte ihm, er würde seine Sünde auf sich nehmen und drängte ihn, im Kloster zu bleiben. Der Bruder blieb und Altvater Amon tat für ihn Buße und brachte Gebete vor Gott dar. Nach kurzer Zeit empfing der Altvater eine Offenbarung von Gott, dass die Sünde aufgrund seiner Liebe für den Bruder vergeben sei. Als der heilige Makarios, der heilige Simeon, der nahe in Christo, die heilige Theodora und andere beschuldigt wurden, Unzucht begangen zu haben, verteidigten sie sich nicht selbst, sondern nahmen die Sünder anderer auf sich, empfingen die schwere Strafe für die Sünde und erduldeten alles, bis Gott den Menschen schließlich ihre Unschuld offenbarte. Zum Nachdenken. Lasst uns darüber nachdenken, wie Gott das Volk Israel wegen der Sünden der Söhne Elis, des Richters und Hohepriesters bestrafte. 1. Samuel 4. Wie die Söhne des Hohepriesters öffentlich und im Geheimen in Siloah an der Bundeslade sündigten. Wie Gott den Philistern den Sieg über Israel im Krieg schenkte, in dem viele tausend Israeliten getötet wurden. Wie aufgrund der Sünden der Führer des Volkes Gott zulässt, dass das ganze Volk leidet. Homilie über die Nichtigkeit der Sünder vor der Majestät Gottes. Verkriech dich im Felsen, verbürg dich im Staub vor dem Schrecken des Herrn und seiner strahlenden Pracht. Jesaja 2, Vers 10. Dies ist ein Wort bitteren Spotts des Propheten über sein Volk, ein götzendienerisches Volk. Dieses Volk hatte seinen Glauben an den einen wahren Gott verworfen und stattdessen begonnen, Götzen aus Stein und Erde anzubeten. Was willst du dann tun, o boshaftes Volk, wenn der Zorn Gottes dich heimsucht? Wohin willst du fliehen, wenn die Herrlichkeit seiner Majestät offenbar wird? Fliehst du zu deinen Felsen, aus deren Stein du Götter gefertigt hast? Suchst du Zuflucht beim Staub, aus dem du ebenfalls Götter geformt hast? O welch schrecklicher Hohn des hellsichtigen Propheten! Wer kann in einem Felsen eindringen, um sich dort zu verstecken, oder in den Staub flüchten, um sich vor dem Blick des Allsehenden zu verbergen? Lasst uns nun, meine Brüder, den Götzendienst der Israeliten, für den sie genügend bestraft wurden, beiseite lassen und ein wenig den Götzendienst betrachten, der unter uns Christen existiert. Was ist ein Haufen Gold anderes als ein Götze? Was ist ein großer Grundbesitz anderes als ein Götze aus Staub? Was ist teure Kleidung anderes als ein Götze, gemacht aus Tierhäuten und Haaren? Wo werden sich die Götzenanbeter unserer Generationen verstecken, wenn der Schrecken des Herrn offenbar wird und die Herrlichkeit seiner Majestät zutage tritt? Flieht zum Gold, ihr Anbeter des Goldes, und zum Staub, ihr Anbeter des Staubs. Versteckt euch in Tierhäuten und begrabt euch unter Fuchspelzen und den Fäden toter Seidenraupen, ihr Götzenanbeter. O bittere Ironie! Alles wird am Tag des Herrn vom Feuer verbrannt werden. An diesem schrecklichen Tag, die Menschen werden vor dem Angesicht des einzig Majestätischen und Ewigen stehen. Alle Götzen aus den Händen der Menschen werden vor dem Volk durch das Feuer vernichtet werden. Und der unsterbliche Richter wird die Götzendiener fragen: Wo sind eure Götter? Jesaja, der Sohn des Amos, der Prophet Gottes, lebte vor langer Zeit auf der Erde,
Doch seine Prophezeiung ist doch für uns heutzutage sowohl schrecklich als auch lehrreich. Dich allein bitten wir an, den einen lebendigen Gott. Alles andere ist vergänglicher Staub. Hilf uns, Herr, dass unser Geist und Herz nicht an vergänglichen Staub haften, sondern an dir und an dir allein, dem einzigen und lebendigen Gott. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.